Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, Leute, die letzte Folge Minecraft ist ja, ich glaube wieder eine Woche ungefähr jetzt her. Ja, wir hatten ja ein paar Projektchen hier am Laufen und jetzt erstmal, bevor jetzt diese Folge richtig anfängt, erstmal die Auflösung von der Umfrage. Ja, ich hatte ja in der letzten Live-in-Woods-Umfrage, also wer es nicht wusste, ja, jetzt auch zu spät. So, ja, ich hatte ja in der letzten Live-in-Woods-Folge eine kleine Kommentarumfrage gemacht und es haben, ja, von der Community, ich glaube, 10 Kommentare waren es insgesamt. Also erstmal ein riesengroßes vielen Dank, ein riesengroßes Lob, dass ihr wirklich alle mitgemacht habt. Ihr seid wirklich die Besten, ihr habt alle wirklich sehr brav mitgemacht, sehr brav kommentiert, was ihr gerne haben möchtet. Und ja, so, wie an der Folge gesagt wurde, weiß ich nicht mehr so richtig, was ich jetzt nach einigen Projekten so anstellen soll. Deswegen hatte ich ja eine kleine Umfrage gestartet und ihr habt einfach entschieden, dass ich es so machen soll, dass halt eben, ja, so gesagt, ein bisschen die alte Zeit zurückgeholt wird. Damals habe ich ja fast nur Minecraft gemacht. Minecraft, Minecraft Modpacks, Minecraft Mini-Videos, auch Minigames habe ich gemacht. Und es hat auch einer geschrieben, dass vielleicht mal Happy Wheels wiederkommen soll. Das hatte auch, glaube ich, 3 Likes. Ja, ich kann natürlich gerne, also ich habe wirklich gerne Happy Wheels Let's Played. Das wurde ja damals nur abgebrochen, da es nicht mehr geladen hatte. Anscheinend hat es am Internet gelegen. Deswegen kann ich gar nicht versprechen, wenn soll Happy Wheels kommen, ob es überhaupt kommt, wegen dem Internet, Leute. Ihr wisst ja, das spielt immer so eine Rolle mit Online-Games, und dann ja auch gutes Internet haben. Deswegen, ja, so. Aber es wurde entschieden, dass ich halt eben jetzt erstmal vorerst Minecraft machen soll, also Live in the Woods Minecraft, so ein bisschen gewischt, so Mini-Videos von Minecraft, zum Beispiel Texture Packs oder Let's Show-Folgen mal wieder. Ja, es kommt demnächst wieder mal eine Let's Show-Folge, weil die Mini-City, die ich am Bauen bin, die hat wieder ein bisschen Update bekommen. Und ja, ich nehme jetzt schnell diese Folge auf, ganze 20 Minuten wird es nicht gehen, weil ich, wie immer, Leute, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, an meiner Mini-City rumbauen muss. Also ich bin da wirklich intensiv dran am Bauen. Und ich würde sagen, ich mach mal die Playlist an. Ach Gott, ich habe die noch gar nicht geöffnet. So, dieser PC. Intenso, meine Festplatte. Playlist. So, die Playlist ist jetzt an. Da müsste jetzt eigentlich in den nächsten paar Minuten ein Lied kommen. Naja, gut, ja, jetzt können wir auch mit der Folge richtig anfangen. Wir wollten ja diesen Eingang hier bauen und ihr habt doch gesagt, dass der halt eben mit diesem Stein hier gebaut werden soll. Machen wir so, ich würde sagen, ah ne, warte mal, das müssen wir noch hier drin lassen wegen dem Schaf. So, ich würde sagen, wir gucken mal kurz. Ne, ein Zauntor haben wir nicht, wir müssen eh wieder, oh, auf Holzsuche gehen, fällt mir gerade mal ein. Okay, Eisenaxt. Wir gehen jetzt erstmal auf Holzsuche, würde ich sagen, ja. So. Und ja, ich habe ja auch in dem Live in Woods Video gesagt, Leute, dass ich habe mir jetzt extra eine Woche Urlaub genommen, ja, das habt ihr jetzt bestimmt schon so 1000 Mal gehört, für diese Radtour, beziehungsweise Wandertour auf diesen Flugplatz da oben bei mir hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es klappt, auf meinem Handy steht immer noch stark bewölkt, Regenrisiko 50% die ganze Woche über und das ist immer so, wenn sich der Sashi frei holt, keine Ahnung, das ist immer so. Der Sashi holt sich frei und es regnet. Ja, dann ist ja noch das Osterwochenende jetzt und da ist auch Regen gemeldet. Mann, das schöne Ostern ist wieder verregnet und Montag ist Schnee gemeldet bei 12 Grad. Was ich ja nicht glaube, das heißt, ich glaube doch auch nicht, dass morgen hier Schnee gibt oder Regen gibt. Vielleicht werde ich morgen, ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich meine, alleine zu gehen ist ja auch ein bisschen langweilig. Wenn man irgendwie Familie oder Kumpels mitnimmt, ist ja viel interessanter. Und die Musik ist gerade extrem laut. Leute, ihr müsst euch das mal geben. Die steht gerade auf 10%. Auf 100%, wenn die auf 100% stehen würde. Alter, wäre das laut. So, 7 Stück reicht für mein Zauntor. Ich wollte ja nur so ein kurzes Dings hier haben. Ich würde sagen, wir machen wieder hier den Todessprung. So. Und springen einfach mal hier wieder rein. Heidewitzka. So. Bam. Und gehen zurück zu unserem kleinen Stall. Ja, die kleinen Schafe, die werden demnächst auch noch vielleicht in den Stall reinkommen. Oder kommen in die Suppe, keine Ahnung. Da kommt da in die Suppe, meine Lieben. Da kommt da einfach in die Suppe. So. Und ihr habt auch irgendwie recht, Leute. Minecraft ist das schönste Spiel eigentlich. Minecraft ist einfach das geilste Kanalkonzept. Wirklich. So, und ich glaube, da unten ist noch irgendwo eine Werkbank. Ist da eine Werkbank? Ja, da ist eine Werkbank drinne. So, hallo Schaf. Ja, Gelle. Hast dir wehgetan?
War das schon immer so mit den roten Flecken oder hat das sich wehgetan? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hier ist es ja sicher. So, vor irgendwelchen Wölfen oder so ist es ja hier unten sicher in unserer kleinen Basis, in der Sheep Base. Ja, ist es sicher. Ja, jetzt macht er hier wieder ein Headbang. Ich wollte ein Zauntor machen. Zaunhörle. Ich müsste auch zwei. Auch Sashi, du bist doch so ein Dummbatz. Du musst doch zwei machen. So rum. Ja, ist sogar richtig. Juhu. Das ist richtig. In der letzten Folge haben wir auch hier den Tunnel gemacht, der in unser Haus führt. Und was auch scheiße ist, Leute, kennt ihr das? Man macht einfach so viele Folgen von einem Videospiel. Also jetzt vielleicht an einige, die auch Let's Plays machen, intensiv. Also ja, regelrecht Let's Plays wie ich. Leute, mir fällt einfach kein Name mehr ein für die Minecraft-Folgen. Das Problem haben, glaube ich, viele YouTuber, die so Let's Play-Reihen machen. Das heißt, die wirklich Spiele in einem Durch-Let's Playen, wie ich. Mir fällt einfach kein Name mehr ein. Ich denke mir einfach so was Lustiges aus und kombiniere es ein bisschen mit so, was passiert ist in der Folge und nenne es dann einfach. Deswegen, sorry, wenn sollte manchmal ein bisschen sinnloses Zeug in der Beschreibung stehen als Titel. Mir fällt einfach nichts ein. Natürlich, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich keinen Folgennamen mehr mache, aber naja, es muss ja auch, man muss ja auch gleich lesen, um was es geht in der Folge. Das ist ja auch dann wieder, weil der Titel und das Bild, das macht ja die Folge so gesagt aus. Ich meine, ich kann ja auch hinschreiben, Minecraft Episode 168 oder so ist es jetzt, glaube ich, oder 170 sogar schon. Oder ich kann auch schreiben, 170, die Werkbank. Ist langweilig, aber man weiß, was in der Folge passiert. Ja, das ist immer so ein bisschen scheiße halt eben mit den Folgennamen. Was spawnt denn da hinten? Achso, das ist ein kleiner Command-Block gewesen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal schnell nach oben. Und hier, hier ist unser schönes Licht ist hier. Welchen Shader habe ich überhaupt drin? Shader. Ach nee, der Super-Shader, den möchte ich nicht. Oder funktioniert er wieder, der Super-Shader? Ich gehe mal kurz gucken. Weil wenn er funktioniert, ist es ja gut. Wir haben nämlich über 100 FPS, das ist ja eigentlich ganz okay. Und ich gehe mal kurz raus und der Super-Shader funktioniert, Leute. Der Super-Shader funktioniert. Ist zwar jetzt extrem dunkel, tut mir auch leid, aber der Super-Shader... Nee, er funktioniert... Och, Mann, leck mich doch am Arsch. Halleluja. Der Kapitän... Naja, egal. Ich dachte, der Super-Shader funktioniert. Das Ding gewöhnt sich was an, immer die Shader hier zu wechseln, automatisch. Naja, egal. So, benutzen wir den Recording-Shader von Zeus, den Light-Shader. Extra fürs Aufnehmen gedacht hier, ja. Geil. Sieht trotzdem schön aus. Auch wenn es ein Low-Shader ist, sieht trotzdem geil aus. Ich meine, wir wollen ja hier FPS haben. FPS. So. Gut, die gehen wir mal nach unten, wieder zurück in unseren schönen Stall de la Grange-Stelle hier, kleiner Spargeltarzan hier unten. So, ja, hier kommt gerade die Sonne erst raus, ich würde sagen, wir machen hier vorne, genau hier vorne, einen kleinen Boden. Ja, den Boden, das ist der Boden der Tatsache, den wir hier gerade errichten. Dieser kleinen Behausung hier. Toll. Jetzt ist der Block darunter. Toll. Leute, seit wann verschwinden Blöcke, wenn man da was draufsetzt? Das ist doch immer noch die 1.10 Vanilla. Alles klar. Scharf, kannst du dir das erklären? Ja, guckst doof die Wand an. Das kennt man von dir so. Ja, okay, ich würde sagen, wir machen die Fackeln weg, weil die kommen jetzt an die Wand. Ich würde sagen, wir machen ja auch hier so Lightsboxen, oder? Lightspots, ja, könnte man eigentlich machen. Okay, jetzt haben wir hier den Lightspot. Wir haben auch jetzt einen Lightspot. Genau. Kelle scharf. Wir haben keine Glasscheiben mehr. Das heißt, wir gehen erstmal wieder Glasscheiben machen. Naja, gut, ich meine, man kann auch nicht alles haben. So. Man kann nicht alles haben. Glasscheiben haben wir keine mehr. Toll. Geil, Mann. Das freut mich. Komm, wir ein bisschen verschwenderisch mit der Kohle hier oben gehen in Minecraft, ja. Hier ein bisschen sehr verschwenderisch mit der Kohle umgehen.
Und wir müssen ja Glasscheiben haben, weil wir wollen ja ein bisschen sparen. Wir sind ja hier die Sparfüchse von Minecraft. Ja, gut, ich gehe erstmal gucken. Hier oben, da hat man doch auch irgendwas angefangen, oder? Ach ja, hier oben ist ja das Lager, stimmt. Da könnten wir eigentlich noch die ganzen Kisten jetzt craften. Fällt mir gerade so ein. Ich meine, wo unten jetzt das Glas ein bisschen einschmelzt, können wir ja eigentlich, oder... Okay, drei Kisten, lohnt sich auch gerade. Naja, ich meine, das ist ein bisschen besser wie gar nichts. So möchte ich das dann machen. Ja gut, okay. Wir müssen halt in dem noch ein bisschen Holz holen gehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach hier runter und holen uns ein bisschen Holz. In der Zeit kann das Ganze, die 51 Glas dort einschmelzen. Ich meine, wir haben ja Zeit hier bei unserem Minecraft-Let's Play. Und ja, ich muss mir einfach mal eine neue Location suchen, wo ich Bäume abbauen gehe. Das muss einfach mal so gesagt... Da ist gerade ein Schwein gespawnt. What the fuck? So. Immer schön hier reinspringen. Das kühle nass. So. Und ich muss mir auch mal überlegen, was eigentlich demnächst nochmal für Projekte anstehen. Weil ihr wollt ja wieder so ein bisschen guten alte Zeit-Let's Play hier haben, Projekte. Deswegen, ja, vielleicht kommt mal wieder Skyblock oder eine Adventure Map, ich habe keine Ahnung. Oder The Adder 2, ich habe noch keine, Leute, ich weiß wirklich schon nicht. Ihr könnt ja auch mal wieder ein paar Vorschläge für so Modpacks oder halt eben Adventure Maps, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr gute Adventure Maps für Minecraft? Sie müssen auch nicht vielleicht lang gehen, ich meine, sie können auch so 3-4 Folgen können so ruhig gehen für zwischendrin. Also wenn ihr gute kennt, schreibt es einfach in die Kommentare und, jetzt müsste der Timbermod drin sein. Jetzt müsste der Timbermod da sein, oh toll, scheiße. Weil hier könnte man jetzt schön einen Timbermod abbauen. Ja, toll. Das ist ja wieder hier toll, ach. Haben wir wieder toll hingekriegt hier. So. Und, ja. By the way, ich freue mich auch schon auf mein Geburtstagsgeschenk, das ich jetzt wieder bald bekomme. Ja, Leute, der 9. Mai ist nicht mehr weit entfernt. Sashis Geburtstag, ja. Ich bekomme nämlich einen neuen Mikrofonarm. Ja, diesmal einen sehr guten. Den, wo ich benutze, hat 11 Euro gekostet. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen, er ist auch schon kaputt jetzt nach... ich glaube, den habe ich jetzt ein ganzes Jahr schon. Da habe ich ja schon das alte Mikrofon drauf bedient. Und ich würde einfach sagen, wir holen diese Bäume hier. Ja, Leute, ich habe ja meinen neuen Schreibtisch vor auch circa einem Jahr bekommen. Der ist ja noch neu, der hat doch gar keine Kratzer oder so. Deswegen musste ich ein Loch in den Tisch bohren, weil die Halterung des Mikrofonarms im Arsch war. Und, nee. Nee. Ein Pilzbiom. Ein... Stopp. Nee, wartet mal. Wir hatten doch damals dieses Pilzbiom da gefunden. Wir hatten doch... Das ist das Pilzbiom. Hier ist die Höhle. Leute, und ich habe mein Zuhause gesucht. Das war einfach gerade um die Ecke. Nein, das Pilzbiom. Wie geil ist das denn? Ist das normales Holz? Nee, das ist schwarzes Holz. Na, toll. Aber es kommt wenigstens wieder schöne Musik im Hintergrund. Ja, vielleicht schon etwas bekannt. Leute, die neue Playlist, ja, ist immer noch im Bau rum, immer noch im Bau drin. Ich muss noch ein paar Lieder aus Minecraft, also ich benutze auch, so, ihr kennt ja die Minecraft-Musik, so ein paar Remixe davon. Und ich muss natürlich wieder Musik suchen, die natürlich nicht kopiergeschützt ist oder so. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer. Aber damit kann man eigentlich gut leben. Ich meine, ja, geht eigentlich voll klar. So, ich würde sagen, wir müssen uns kurz eine Werkbank herstellen, weil wir müssen Le Crafting wieder machen. Das Lied ist so toll. Das Lied ist einfach so geil, dass hier gerade läuft. Los, manchmal hier rein, damit wir sehen, wie viel Holz wir haben. So ein Stack, wenn wir mal so ein Stack jetzt bekommen, wird ja reichen. Okay, das ist jetzt anderes Holz. Das ist auch schwarzes Holz. Wir wollen ja helles Holz. Ja. Haben wir das Pilzbiom wieder gefunden? Wie geil ist das denn? Oh nein, hier möchte ich nicht reinfallen. Ich dachte gerade, da wäre Wasser. Alter, das wäre mein Tod gewesen. Das wäre einfach mein Tod gerade gewesen. Habt ihr das gesehen?
Das wäre einfach mein motherfucking Tod gerade gewesen. Sind noch Bäume? Da oben drauf sind doch ein paar Bäume. Toll! Toll, toll, toll. So, haben wir hier noch ein paar Bäume? Ich muss mal auf Sapling-Suche gehen. Kann man ja offline machen. Ich meine, ich nehme wahrscheinlich mit 2 Stunden hier auf Sapling-Suche. Wer macht denn das bitteschön? Ich bin ja nicht so fresh und nehme euch hier 2 Stunden mit auf Sapling-Suche. Oder ich mache einen kleinen Livestream. Livestream könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja, eigentlich mal auch so eine gute Idee. Ich habe ja OBS. Damit kann man ja streamen mit OBS. Steht zumindest bei meinen Einstellungen Streaming. So. Ja, hier sind wir wieder im Pilzbiom. Aber da können wir ja nicht viel unternehmen. Wir müssen uns behalten. Wo wohnen wir denn jetzt? Nein, ich glaube da hinten, oder? So schnell verläuft man sich einfach. Da hinten. 43 Holz reicht eigentlich auch. Für mein kleines Projekt. Ich bin ja eigentlich nur hierher gekommen. Was will ich eigentlich holen? Ich wollte, ach so, für Kisten ein bisschen Holz holen. Stimmt, für meine Kisten. Ah, hier ist wieder diese Alter, hier ist wieder diese Cyborg-Höhle. Guckt euch das nochmal an. Das ist einfach der geilste Map-Fehler ever. Das ist einfach der geilste Map-Fehler ever. Und was? Ah, diese ganzen Comment-Blöcke, wo man nicht drauf zugreifen kann. Das kann man mitnehmen. Redstone-Blöcke. Ist ja kein Cheating. Ne, Netherwarzenblock. Brauche ich nicht. Wenn es Redstone-Blöcke gewesen wäre, hätte ich sie gerne mitgenommen. Für irgendwelche Aktivitäten zu aktivieren. Ja. Demnächst geht es auch wieder in eine Höhle, Leute. Demnächst geht es wieder in die Höhle. So, ja. Und was ich eigentlich auch vorhatte, Leute, ist irgendwie nach Folge, also kommt ja jetzt bald die Folge 200, hättet ihr Bock, von Folge 201 bis 300 einfach eine neue Welt mal zu machen? Das heißt, wir machen es so, Folge 201 bis 300, also 99 Folgen in einer neuen Welt und dann die restlichen Folgen, also bis halt eben Minecraft irgendwann aufhört, wieder in dieser Welt. Hättet ihr darauf Bock, schreibt einfach mal in die Kommentare. Das war halt eben so ein kleiner neuer Abschnitt hier halt eben erstellen in Minecraft. Das wäre doch auch mal eine Idee. Oder? Oder ich bleibe einfach in dieser Welt und lasse alles hier zurück und gehe einfach auf die andere Seite des Meeres da hinten. Wäre auch mal eine Idee, dass wir einfach einen neuen Abschnitt starten hier bei Minecraft. Das wäre doch mal eine Idee. So. Die Folge ist jetzt gleich rum, deswegen, das lassen wir jetzt ein bisschen braten. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Minecraft-Folge mal wieder gefallen. Bisschen babbeln, ein bisschen bauen, ein bisschen erkunden, ein bisschen abbauen, ja. Minecraft-Standard halt eben. Ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge begeben wir uns an die Kisten, ein bisschen nochmal an den Stall da unten, an den Eingang. Und dann hätten wir das eigentlich auch schon, da können wir uns auch dem Feld mal widmen. Und dann halt eben ab Folge 201, wenn ihr darauf Bock habt, bitte hinterlasst einen Kommentar, einen neuen Abschnitt zu starten. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs herzliche Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft oder Let's Play in the Woods. Ich hatte ein Video hochgeladen, bla bla bla. Ihr kennt's schon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Ciao, Leute.